Herzlich willkommen, liebe Waage. Ich gucke heute auf deinen kurzen Wochenimpuls, Kalenderwoche 3, 15. bis 21. Januar. So. Okay, eine wegbewegende Bewegung. Oh, sehr dunkle Karten. Oh, da kommt der Erfolg. Super. Okay. Wir haben hier einmal sowas, ich bewege mich von etwas weg, woran wirklich mein Herz dranhing. Ja, egal, ob das eine Vorstellung ist oder eine Situation im Leben oder vielleicht auch ein Mensch. Auf jeden Fall ist das mit einer Menge Herzblut verbunden und jetzt hat man die kluge Entscheidung getroffen, es geht nicht mehr anders, ich muss davon weg. Es kann sein, ganz blödes Beispiel, ganz lapidar, ihr esst sehr gerne fettig, ihr seid da Genießer, um es jetzt so zu sagen, ja, und habe dann gemerkt, okay, da hängt zwar mein Herz dran, aber es tut mir nicht gut, ich muss mich davon verabschieden. Ne? Und dementsprechend macht man sich auf den Weg und möchte das ändern. Das Ding ist, da ist auch ein bisschen Unsicherheit mit bei. Es ist dunkel, da ist irgendwie ein Mond, der gleichzeitig aussieht wie eine Sonne. Wie gesagt, man weiß nicht so richtig, wo es hingeht, aber man weiß, alles ist besser als hier zu bleiben. Und dann kommt der Eremit. Das ist tatsächlich eine Karte, da macht man sich erstmal einen Plan. Man überlegt Dinge wirklich ernsthaft hin und her und schaut auch, wo könnte da ein möglicher Weg sein. Ich weiß, hier kann ich nicht bleiben, also muss ich mich auf den Weg machen und es wäre klug, wenn ich mir vorher einen Plan mache und mir das Ganze einmal sehr ernsthaft durch den Kopf gehen lasse. Nimm dir da auch immer sehr gerne Zeit, um drüber nachzudenken, zu überlegen, und auch wirklich diese ernsthaften Gedanken zu wälzen. Ne? Das ist nicht so, das überlege ich mir kurz während ich Kartoffeln schneide in der Küche, sondern wirklich nimm dir die Zeit und nimm dir auch die Ruhe, dass du mit deinen Gedanken alleine sein kannst. So, worauf es läuft. Drei der Stäbe ist immer der Blick in eine erfolgreiche Zukunft. Ja, das kann ich dir an dieser Stelle schon fast versprechen. Ne? Dieser Mann trägt Rot. Ja, Rot ist im Tarot immer so ein Zeichen für, es läuft, du bist auf dem richtigen Weg, es scheint hier in was Erfolgreiches reinzugehen. Rote Gewänder im Mittelalter waren sehr teuer und haben sich nur wirklich erfolgreiche Menschen leisten können. Dementsprechend, du bekommst hier schon die rote Jacke, wenn du dich wegbewegst und dann hast du hier einen roten Mantel. Und kannst schon mal erfolgreich in eine bessere Zukunft schauen und hast vielleicht auch schon die ersten Erfolgserlebnisse. Ja? Also zum Beispiel, wenn du dich hier von einem Menschen trennst, der dir nicht mehr gut tut, wo du zwar auf der einen Seite einen kleinen Wehmutstropfen Tränen vergießt, ne? Aber dann nochmal drüber nachdenkst und sagst, ja, es war leider nötig, ne? Du wirst sofort eine Besserung fühlen und beziehungsweise diesen Blick in eine bessere, erfolgreiche Zukunft bekommen. So, meine liebe Waage, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Teilt es gerne mit jemandem, der das sehen soll. Und natürlich lasst ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da. Meine Lieben, egal wie ihr euch entscheidet, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.